Also ganz ehrlich, vergessen Sie das mit Ihrer Pyramide. Ich meine, so wie Sie das hier vorhaben, da kann ich als Meisterbetrieb ja keine Gewährleistung für übernehmen, dass man da bedenkenlos drin wohnen kann. Also, nee. Wie soll denn wohnen? Die Pyramide ist ein Grabmal für den Pharao. Was, so ein Riesentrümmer für einen Toten? Also ich krieg die Pimpernellen. Vom Abflughorst, die sind ja nicht ganz sauber hier. Ehrenwerter Bausis, der Herr aus dem Nordenreich jenseits des Meeres ist nun eingetroffen. Schickt ihn zu mir. Er wird voller Ungeduld erwartet. Guten Tag. Firma Trockenbauker Sallig. Das ist mein Kollege Jürgen. Achtchen. So, entschuldigen Sie erstmal die kleine Verspätung, aber wir hatten am Nil eine Karawane vor uns. Das hat sich gestaut bis Ruf nach Alexandria. Ja, und mit Überholen war Essig, weil da war ein Kamel vom Weg abgerutscht gewesen. Ja, scheiße, da war nichts mit. Schon gut. Jetzt seid ihr ja da. Ja, ganz genau. So, was haben wir denn hier? Schaut, das hier sind die neuesten Entwürfe vom Pharao höchstpersönlich abgesegnet. Was denn ditte? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Wir nennen es Pyramide. Ein ganz schöner Kavenzmann, Ihre Pyramide. Aus was sollen die gebaut werden? Holz? Lehm? Nein, das soll ein Bauwerk für die Ewigkeit werden. Wir dachten an gigantische Quader aus massivem Kalkstein. Prost, Mahlzeit. Guter Mann, nicht für ungut, aber das können Sie vergessen. Ich meine, kicken Sie sich doch mal in sanieren Boden hier an. Kriegst ja kein Fundament gegossen in der Scheiße hier. Wie wollen Sie denn Ihre gigantischen Quader überhaupt hierher kriegen? Mit Sklaven? Hä? Ungelernte Zwangsarbeit, aber den Oschi. Gut, Kollege, mal angenommen, Sie kriegen diese Riesenquader irgendwie hierher. Ja? Wie wollen Sie die denn miteinander verbinden, wenn ich das mal fragen darf? Nach meinen Berechnungen müssen die Steine nicht verbunden werden. Bei dieser Bauweise tragen und stützen sie sich selbst. So, ich bin raus. Das ist ja nicht normal. Also ganz ehrlich, vergessen Sie das mit Ihrer Pyramide. Ich meine, so wie Sie das hier vorhaben, da kann ich als Meisterbetrieb ja keine Gewährleistung für übernehmen, dass man da bedenkenlos drin wohnen kann. Also, nee. Wie soll denn wohnen? Die Pyramide ist ein Grabmal für den Pharao. Was, so ein Riesentrümmer für einen Toten? Also ich krieg die Pimpernellen. Vom Abflughorst, die sind ja nicht ganz sauber hier. Okay, Vorschlag zur Güte. Ich mache Ihnen hier ein schönes Loch. 1 Meter breit, 2 Meter lang, 3 Meter tief. Da kommt oben eine ordentliche Abdeckung aus Holz oben drauf und fertig ist das Grab für den Herrn Pharao. Völlig ausgeschlossen. Eine solch profane Grabestätte für seine Hoheit ist undenkbar. Ach, ein Jammer, dass das Vorhaben scheitert. Unser Kämmerer hatte schon 1000 Goldstücke für den Auftrag bereitgestellt. 1000 Goldstücke? Ja, 1000 Goldstücke, ja. Na, ich meine, ich sehe gerade, so tief müsste man hier vielleicht doch nicht ausschachten. Ich meine, ab einer Elle Tiefe wird das ja schon fester hier, Horst. Was meinst du? Ja, denke auch. Wa? Wenn wir das hier ein bisschen verdichten, könnte klappen. Dann kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Trockenbau Kasalek lässt keinen hängen, zumindest nicht bei Vorkasse. Ja. Ja. Ah, da ist ja unser Herr Architekt. So, das wäre jetzt mal von unserer Seite aus. Ihr seid fertig? Ja, sichi. Und? Was sagen Sie? Aber was habt ihr getan? Was, wieso? Das ist doch wie auf Ihren Plan drauf. Also, das hätte uns auch einer sagen müssen. Also, ich bin raus.